Diese Sendung wird präsentiert von Laola 1 TV. Ein schwaches erstes Drittel vor eigenem Publikum in der Tiroler Wasserkraftarena besiegelt die Niederlage der Innsbrucker Haie gegen den Villacher SV. Nach dem 3:0 für den VSV verließ Haie-Goalie Patrick Machreich das Eis. Manuel Litterbach feiert dadurch sein Eberl-Debüt im Tor des HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck. Stefan Pittl erzielt in der 25. Minute den ersten Treffer für die Haie. Knapp vor Schluss erzielen Justin Donati und Herbert Steiner zwei weitere Treffer. Am Ende verliert der HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck mit 3:9. Nach zwei Auswärtsspielen wartet am 10. Dezember das Westderby gegen Dornbirn auf die Fans in der Tiroler Wasserkraft Arena. Diese Sendung wurde präsentiert von Laola 1 TV.